Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu der frischen neuen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallo. Ben ist wieder im Bunde, Alter, Leute. Und wir spielen heute ein Food. Wer ist der Echte? Keine Ahnung, ich kann es leider nicht sagen, Alter. Wir haben hier einen fetten DJ. Wir sind nämlich gleich live auf Sendung. Wir werden nämlich gleich etwas Cooles kochen. Und zwar hier Szene 1, Take 1. Hier müssen wir rein. Action! Hallo, ich hab Süßigkeiten. Hallo, hier ist Oma. Nina, ich bin auch. Ah doch, Action. Oh. Hi. Thanksgiving, das ist ja bald. Hi, Granny. Oh, Granny hat, keine Ahnung, so schnell kann mein Hirn Englisch nicht übersetzen. Die Granny hat leider komplett die Zeit vergessen, mein Gott, ey, typisch. Allerdings, wir müssen ihr jetzt helfen und bevor die Familie kommt, alle Gerichte für Thanksgiving vorbereiten. Okay, wir müssen aber gleichzeitig dem Publikum hier über diesen Button, glaube ich, oder? Ah ja, müssen wir denen hier die Rezepte mal zeigen, damit die wissen, was wir machen. Ja. Okay. Wir machen einen Truthahn. Ein Truthahn mit irgendwelchen Gewürzen. Bin ich ja nicht so ein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Von Truthahn hältst du nicht viel, oder was? Nee, Truthahn. Magst du Truthahn? Ich habe noch nie einen Truthahn gegessen. Ich auch nicht, aber ich stelle mir das. Doch, ich habe schon mal Truthahn gegessen sogar. Nee, noch nie. Elina, guck mal, die Küche ist so klein, da kann leider nur einer von uns kochen. Das ist ja schade. Was? Da musst du kochen. So groß ist meine Küche im echten Leben, da passen drei Leute rein. Nein. Stell dich mal jetzt hier nicht so an. Okay, also, wir müssen... Wir brauchen dieses komische Zeug. Ein Truthahn machen wir mit Butter und ein Truthahn. Truthahn. Wo kriegen wir Truthahn raus? Aus dem Kühlschrank? Nee, wir haben hier keinen Truthahn. Wo ist denn der verdammte Truthahn? Keine Ahnung, ich dachte, du hast den Truthahn. Nein. Ich hab den Truthahn. Wir brauchen Butter erstmal. Ja, wo haben wir denn auch Butter? Wo haben wir den ganzen Kram denn? Keine Ahnung. Granny. Granny, wo ist denn der ganze Kram? Wo hast du das denn hingeschleudert? Da komm ich in Schleudern. Ach du heilige Güte, was hab ich denn jetzt gedrückt? Was hast du gedrückt? Keine Ahnung. Was hast du gedrückt? Wir sollen irgendeine Pumpkin-Dingsbums machen. Ach ja, das heißt, Rezept hat sich geändert. Nimm den Pumpkins. Wir brauchen zwei Gewürze. Und schneide es hier auf dem Brett. Ja, ja. Ja, das machen wir. Und dann wir in den Topf. Mit Wasser. Ben, ja? Hast du hier ein Feuer gemacht oder warum höre ich bei dir Feuerwehr im Hintergrund? Das ist auch nicht so los. Elina, mit Wasser aus der Spüle. Mhm. Aus der Spüle, ein bisschen Wasser. Ja. Und dann in den Kochtopf rein, die Geschichte. Aha. Und dann mit zweimal Gewürzen verfeinern. Siehst du, ich bin ein Kochprofi, merkst du? Ja. Und dann mit zwei Gewürzen verfeinern. Dann bist du ready mit der. Gewürze? Würze. Magifix für Würze. Und wo packe ich die Gewürze hin? Daneben. Craften. Wo? Alles in eine Reihe. Nee, das war nicht richtig. Ah, check. Okay. Gott, ist das viel Text. Hast du es schon? Ich hab dieses Check-Teil. Ich hab ein Häkchen. Okay, neues Rezept. Ah ja. Pumpkin Pie. Ah. Ist das jetzt richtig? Ah, guck mal, hier, jetzt ist die Suppe hier. Pumpkin Pie, das heißt, wir brauchen... Darf ich mal? Nee, mach du. Lilian, du hast die alle aus dem Kühlschrank genommen, jetzt vergammeln die alle. Ich hatte nur einen Kürbis. Echt das? Ohne Witz. Ich hatte nur einen. Oh, ich warte kurz. Wir können auch rausgehen hier. Wir sind nicht gefangen. Wir können zum Beispiel an so eine Gemüsefarm gehen. Ach, wir sollen die kaufen, den ganzen Kram. Ach so. Als ob Granny nicht mal das gemacht hat. Das hätte uns mal auch jemand sagen. Ey, was lag da auf dem Boden? Was ist das? Hast du gerade gehupt? Nein. Ich hab Eier. Eier? Die brauchen wir. Ja. Aber wir brauchen Gemüse. Ja, später brauchen wir die wahrscheinlich. Wir brauchen Gemüse. Gemüse? Moment. Ja, was brauchen wir? Kürbis oder was? Ja. Ich würde sagen, wir holen uns Gemüse oder so von der Farm. Und da vorne habe ich irgendwie sowas gesehen, was aussieht wie so ein Getreide-Dingsbums. Das würde auf jeden Fall Sinn machen.
würden wir... das ist 100 pro eine Farm. Ich bin hier beim Restaurant. Oh, du sprichst mit dem Manager. Ich spreche gar nichts, der spricht mit mir. Hey, ich muss ja diese dreckigen... Oh mein Gott, Edina, ich habe einen Auftrag. Soll ich das machen? Ja, mach. Ich muss irgendwie den Schwamm nehmen. Oh, hey, das sieht auch voll cool aus. Okay, jetzt muss ich die sauber machen. Okay, das ist ganz cool. Edina, ich verdiene uns Candy. Das brauchen wir wahrscheinlich, um die Zutaten zu kaufen. Ja. Problem ist, ich habe 3 Candy schon, du? Ah, ich habe keine Ahnung. Also ich habe 8 Candy, aber ich weiß nicht, ob du das meinst. Guck mal, hier kann ich mit Milch Käse kaufen. Mit Candies kann ich Eier kaufen. Okay. Eier habe ich aber schon 2. Ich habe es geschafft. Jetzt habe ich 8 Candy. Hatte ich gerade schon 8? Nee, ich hatte 8. Du hattest 3. Jetzt habe ich auch 8. Ja. Vegetable Farm. Edina, hier steht's. Aber frag mich nicht, wie man da hinkommt. Hier steht's. Ja, ich stehe auf einer Karte. Warte, ich habe auch eine Karte gerade gefunden. So. Ich bin ja bei irgendeinem Händler. Okay. Vegetable Farm. Granny's House. Ich kann hier Brot, Kartoffeln kaufen. Ich bin direkt auf der anderen Seite. Oh. Soll ich mal ein Brot kaufen? Soll er bestimmt brauchen, oder? Ja. Und Kartoffel kaufe ich auch mal, ne? Ja. So, pass auf. Jetzt finde ich den Laden. Also, ich muss hier an Granny's House vorbei. Dann eine Straße weiter runter. Und dann wieder nach rechts. Ah ja. Ich bin jetzt bei der Vegetable Farm. Gemüsefarm. Lecker und gesund, Leute. Ich versuche mal hier irgendjemanden zu finden, wobei der mir was kaufen kann. Bin ich hier richtig? Guten Tag. Ich hätte gern was. Kaufen wir müssen direkt alles, was die haben. Da ist ein Händler. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er andere Sachen verkauft. Nein, der verkauft genau den anderen Schrott wie alle anderen auch. Mann, ich hätte gern Gemüse. Ich habe alles gekauft, was die normalen Händler verkaufen. Also Käse und... Nee, Brot... Brot, Kartoffeln, Äpfel. Hier sind Kürbisse. Ups. Ich habe aus dem Ei gerade weggeschmissen. Ich habe Kürbisse gefunden, Alter. Jawohl. Eho. Ja, endlich geht's hier weiter. Ah, sehr schön. Okay, 19 Kürbisse, das reicht. Kann man da noch was anderes besorgen? Dann würde ich zurücklaufen müssen nochmal. Das stand doch hier irgendwo im Text. Moment, wir haben doch hier im Text. Grüne Bohnen findet man hier in der Gemüsefarm. Grüne Bohnen. Seid ihr grüne Bohnen? Hab grüne Bohnen hier. Das sind auch Bohnen. Welche. Halla, Lina. Halla. Schlag mich doch nicht. So, dann was haben kann wir man auch denn grüne noch Bohnen. Finden? Wo ist mein Auto, mein Ding? Ach, egal. Gehe ich halt zu Fuß wieder nach hier, Hause. Hier, hast du Milch? Nee, ich habe keine Milch. Oh, die können wir hier in Käse umwandeln. Die ich werden weiß, brauchen. Ich weiß. Aber den, ich weiß ja jetzt, wo der ist. Also. Ja, aber gibt es hier Kühe? Ja, da gibt's Kühe. Wenn ja, du hast doch einen Eimer noch, oder? Oh, stimmt. Ja, hier mit dem Eimer. Hast du was zu essen eigentlich? Ja, natürlich. Oh, brauche ich unbedingt. Ich kann nämlich nicht mehr laufen. Oh, guck mal, ich kann hier auch direkt Getreide abfahren. Da. Gib mir dein Essen. Alter, die Hälfte kriegst du. Zack. So, hier sind die Kühe. Die Kuhmus. Funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Eimer. Elina, die eine ist ausgebüxt, zwei ausgebüxt. Alter, alle ausgebüxt. Elina, die finden wir da nie wieder. Hä? Das ist ja nicht unsere Gemüsefarm. Hat das nicht geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Das ist nicht der richtige Eimer. Dann auf zurück zur Granny, die absolut von wegen, sie hat die Zeit vergessen, kann nicht mehr kochen. Die hat gar nichts gemacht, die hat keinen Bock. Bei Zucker okay. Und der Kuchen. Pumpkin Pie. Also wir brauchen so einen Teig. Und ja. Okay, schneide den Dingsbums auf dem Bums. Dingsbums. Oh Gott, wir brauchen Getreide. Ich habe Getreide mit. Ich habe auch Getreide. Hey, wie das aussieht, voll cool. Okay, den soll man schreddern. Ich will. Okay, Ben schreddert. Du Mehl? Mehl?
Ob ich Mehl habe? Nein, ob man den zum Mehl schreddern soll, das glaube ich schon. Ah, und jetzt muss man. Okay, ich brauche die. Ja. Das kannst du machen. Ich gebe dir hier Mehl. Ja. Ja. Habe ich ein bisschen mehr gemacht. Okay, und wo muss ich das jetzt? Jelina, wo bin ich? Hä? Wie muss ich das denn jetzt vermischen? Ja, schreddern. Ach, ich muss das schreddern? Ja, beides. Ja, sorry. Ich wusste nicht, dass man Mehl und was anderes da zusammen schreddert. Jelina, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist, weil ich gerade crafte. Wo bist du? In deiner Nähe. Bist du im... Ah, du bist im Kühlschrank. Okay, wir haben jetzt so einen Teig, nennt man das in Fachkreisen. Und jetzt müssen wir den Teig im Ofen backen. Teig, noch nie gehört das Wort. Ja, Teig im Ofen. Oh, wir brauchen aber Öl. Ach, Gott sei Dank hat die Omi hier ein bisschen Sonnenblumenöl. Okay, zack, 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 zack. So, dann haben wir hier einen Teig. Und jetzt brauchen wir nur noch Zucker. Da, wir haben Zucker. Zimt und Zucker. So. Bum, bum, Zucker, Zucker, Zucker. Zucker? Hat nicht geklappt. Doch, jetzt hat's geklappt. Jawohl. Ah, jetzt steht er hier. Jawohl. Ein Stück nur, das Rest hat die Oma gegessen, Alter. Ja, Leute. Aber ich würde auch sagen, damit können wir die heutige Folge beenden. Falls ihr noch mehr hiervon sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst doch ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.